die Frage oder der Einstieg der ganzen Nacht im Hintergrund, wohin man jetzt auch fährt, man kommt ja an Landschaft vorbei, ja, Baustellen, an Baustellen kommt man dann nicht vorbei, weil man also in den Baustellen steht. Es ist wenn sehr schwierig, zum Beispiel in Halle oder Magdeburg zu kommen, ich habe gerade sagen, also die A2 auch. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, da wird nicht nur hier und da mal ein bisschen repariert, sondern die Autobahnen, die werden halt nochmal eingebaut. Ja. Das ist ja was Neues. Wir sind jetzt gleich in den Stau und in die Dienstreise eingestiegen. Zunächst wollte ich mich ganz höflich und artig und wirklich von zu Herzen bedanken, dass ich hier sein darf. Es hat ein wunderbares Schreiben vom ADAC gegeben und das wurde flankiert von Katrin Budde, die ich ganz herzlich auch begrüße. Wie gesagt, Herr Wolfgang, wir haben so schöne Veranstaltungen schon zusammen gemacht, du lernst eine völlig neue kennen und deshalb habe ich mich aufgemacht von Erfurt hierher. Ich glaube, der Eindruck trügt, dass wir jetzt die Autobahn nochmal neu bauen. Baustellen sind eigentlich etwas Gutes, sind Anzeichen dafür, dass es vorangeht, dass etwas renoviert wird. Natürlich auch, dass etwas wieder renoviert werden muss. Aber wenn wir mal Ost- und Westdeutschland vergleichen, dann hat Ostdeutschland in den letzten 25 Jahren unglaublich gewonnen, was die Infrastruktur anbetrifft. Und ich kann im gewissen Sinne diejenigen verstehen, die gerade aus Nordrhein-Westfalen rufen, aus den Städten, wenn man die Autobahnsituation sich dort anguckt, jetzt ist es mal gut mit dem Osten, jetzt investiert man hier im Westen. Aber die entscheidende Frage ist, ist überhaupt genug Geld da bei der öffentlichen Hand, um diese öffentliche Daseinsvorsorge, sprich Infrastruktur, zu erhalten, zu erneuern und auszubauen? Und wenn Sie schon einen Politiker einladen, müssen Sie es gefallen lassen, dass ich sage, nein, die öffentliche Hand verfügt über zu wenig Geld, um all die Leistungen der Infrastruktur zu ermöglichen. Das heißt ja nicht bloß Straßen und Brücken, sondern das heißt Wasser und Abwasser, das heißt Elektroleitungen, wir reden über Breitbandversorgung, alles das ist Infrastruktur. Wir könnten Schulen, Kindertagesstätten, alles mit einbeziehen. Und der Steuerzahler sagte, ich zahle doch meine Steuern, muss doch alles gemacht sein und wenn Schnee fällt, dann soll auch die Straße schwarz sein. Das ist eine sehr prinzipielle Frage und die kann man eigentlich so beantworten, entweder schneiden wir den Gürtel in der Verwaltung noch enger, das kennen Sie, jeder spricht vom Gürtel enger schnallen und meint den Nachbarn damit, bloß nicht sich. Zum Zweiten, wir können schauen, ob wir irgendwo die Qualitätsstandards senken. Zum Dritten die berühmten Public-Private-Partnership-Geschichten und das Vierte, und damit sind wir als Sozialdemokraten 2013 und auch 2014 richtig auf die Nase gefallen. Wir haben gesagt, die Abgabenquote, die Steuerquote ist nicht so hoch, wie viele Menschen das glauben. Zumindest nicht so, dass man eben Quantität und Qualität von öffentlicher Daseinsvorsorge wird bezahlen können. Da müssen wir uns entscheiden, was wir wollen. Deshalb, der Stau rührt auch daher, nicht zuletzt auch daher, dass wir flickschustern und auf Kosten der kommenden Generation und auf dem Erbe unserer Vorfahren uns auswirken. Das ist schon weit oben geschlagen, angesprochen, ein bisschen sich um die Antwort der Burger um. Welcher? Das ist aber bei Politikern so immer dieser. Die Autobahn noch mal gebaut. Die Antworten also auf die Fragen. Ich will da jetzt noch nicht politisieren, weil ich sage, natürlich ist zu wenig Geld da. Also, sehen, wo man das Geld hernimmt, wo man einsparen kann, um Dinge zu machen, stellt sich schon die Frage, ich will da jetzt nicht weiter vertieft drauf eingehen und nicht manchmal dann im Geld hernimmt, wenn man etwas rein, wenn man etwas qualitätsgerechter gemacht hätte, nicht hätte in die Hand gehen müssen, gerade bei der Autobahn. Aber wir müssen uns jetzt nicht daran verweisen. Im Großen und Ganzen, um Sie anklingen lassen, mit der Infrastruktur im Osten, dem Fortgang der Infrastruktur, der Entwicklung der Infrastruktur zufrieden, wenn ich das richtig rausgehört habe. Weil ich spreche Sie jetzt auch ein bisschen an, als ehemaligen Bundesverkehrsminister, den natürlich, Sie waren ja auch der Beauftragte für die neuen Länder zu der Zeit damals. Wie sehen Sie die Situation? Der Osten hat da schon ganz schön zugelegt. Absolut. Wenn ich schiebe gleich noch eine Frage nach, wenn Sie dann sagen, ja, das ist schön, dann stelle ich die Frage, aber so schön die Infrastruktur darauf ist, was die Wirtschaft anbetrifft, findet der Autoindustrie nicht richtig statt. Zum Besten. Also zunächst habe ich versucht deutlich zu machen, dass wir im Vergleich zu manchen Bundesländern Westdeutschlands einen sehr guten
Infrastrukturkoeffizienten haben, also eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Ich habe nicht behauptet, dass wir zufrieden sein können. Es gibt gerade namentlich A14 in Richtung Schwerin noch eine Menge zu tun. Das haben Sie ja dann noch mal angeschaut. Richtig. Und heute sind wir nun endlich dabei. Richtig. Ganz besonders auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt, aber natürlich auch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind betroffen. Wir müssen da zulegen. Das ist noch eine Schwachstelle. Es gibt eine Fülle von Ortsumgehungen, von Anbindungen, von Zentren, regionalen Zentren an die Autobahninfrastruktur, die noch zu leisten ist. Aber jetzt wird wahrscheinlich in Ost und West und Nord und Süd gleichermaßen investiert werden und nicht mehr so wie in den ersten 25 Jahren das über die Sonderbedarfsergänzungszuweisung, über den Solidarpakt, Korb 2, eben die Infrastruktur, namentlich die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, die 17 Stück extra finanziert werden. Wir werden uns also einreihen müssen. Und ich denke, wir werden am Tisch der Bundesverkehrsminister, am Tisch des Bundesfinanzministers darauf pochen, dass genug Geld auch für diese Projekte da ist und nicht nur für die in Westdeutschland. Das ist natürlich, wie Sie schon sagten, für einige, schwierig zu, schwer zu verstehen, wenn man sich da einige, inzwischen auch einige Straßen anschaut, ja. Wächst da schon ein bisschen der Neid, was der Osten jetzt macht, und dann ist man ja auch nicht mehr bereit, unbedingt bestimmte Geldströme so laufen zu lassen, wie sie noch laufen. Ja. Das ist richtig. Deshalb muss man beides tun. Das eine nicht lassen, um das andere zu tun, sondern wir brauchen weiter eine Entwicklung. Und Sie haben bei der Infrastruktur, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir sind ja jetzt gerade in der Diskussion, es gibt ein aktuelles Schreiben des Wirtschaftsministeriums aus Berlin. Wie soll das eigentlich nach 2019 mit der Förderung strukturschwacher Gebiete weitergehen? Da wird es auf alle Fälle so sein, ich weiß, dass Katrin Brudel da auch einstimmt in den Ruf, es kann nicht mehr so sein, dass ausschließlich Ostdeutschland im Sinne eines Solidarpakts 3 versorgt wird, sondern wir werden Kriterien entwickeln müssen und die werden vorgeschlagen, sind übrigens die europäischen, die 4 europäischen Kriterien, die da angewandt werden, um herauszufinden, was sind strukturschwache Gebiete, Ost, West, Nord, Süd, und die sollen ganz speziell gefördert werden, natürlich auch mit den angrenzenden Regionen. So. Wie ist es nun um den Aufbau Ost, um die wirtschaftliche Entwicklung bestellt? Und da haben wir zwei Befunde, die man zusammendenken muss. Der eine Blickwinkel ist, wir schauen uns immer nur den Durchschnitt Ost gegen den Durchschnitt West an. Da stellen wir fest, die Produktivität ist knapp unter 70% Ost-West, die Arbeitslosigkeit knapp doppelt so hoch in Ostdeutschland, das Bruttoinlandsprodukt und dessen Steigerung kommt nicht dem bundesdeutschen Durchschnitt hinterher. Aufbau ist gescheitert. Immer noch nicht. Wir brauchen noch 100 Jahre, damit wir zum Beispiel die Bruttoinlandsproduktsansteigerung, BIP-Angleichung schaffen. Wer jetzt genauer hinguckt, und ich versuche, seit ich Ostbeauftragter war, diese Argumentation in die Diskussion einzuführen, der schaut eben nicht Durchschnitt Ost und Durchschnitt West an, sondern der nimmt den Bundesdurchschnitt und misst daran die einzelnen Bundesländer. Ich bin, wie Sie mich vorgestellt haben, Wirtschaftsminister von Thüringen und ich weiß, dass wir zum Beispiel beim Industriearbeitsplatzbesatz 76 auf 1000 Einwohner Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen überholt haben. Industriearbeitsplatzbesatz. Und wissen Sie, wie das 1992 aussah? Eine grandiose Entwicklung. Bei der Arbeitslosigkeit, 7,8%, Jena unter 7%, haben wir Niedersachsen, Bremen und Hamburg überholt. Was will ich damit sagen? Diese Kette der westdeutschen Bundesländer und die der ostdeutschen, die über 25 Jahre ein richtiges Loch aufgewiesen haben, die rutschen jetzt ineinander, bei Arbeitslosigkeit, bei BIP, bei Industriearbeitsplätzen. Was nicht heißt, dass es in Thüringen auch Gebiete gibt, wo noch ziemlich zappenduster ist. Also die wirtschaftliche Entwicklung braucht noch Schub, es gibt noch eine Fülle strukturschwacher Gebiete, auch in Bezug auf die Infrastruktur. Aber auf der anderen Seite ist Aufbau Ost gelungen, weil die ostdeutschen Länder nicht ein Mezzogiorno geworden sind, nach dem Motto ein Riesenabstand zu den schwächsten Westdeutschen, sondern Schritt für Schritt schließt sich diese Lücke.
Was noch mal ein bisschen anders wäre, jetzt was wir verglichen, vergleichen wir noch mal, das ist ein bisschen schwieriger, wir sind nun mal Wirtschaftsminister in Thüringen und sind zu Gast in Sachsen-Anhalt. Macht Thüringen etwas anders, als es Sachsen-Anhalt macht, oder machen alle immer dasselbe? Das ist die Merkung der rhetorischen Frage, aber ich will auch darauf hinaus, eines der großen Zwänge und Stichworte ist Haushaltskonsolidierung, das ist überall so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, jeder spart ein bisschen anders und setzt andere Prioritäten. Deutschen nicht zu viel, oder? Ist das so? Und zu sprechen, was für Prioritäten setzen Sie? Zunächst haben Sie den Vergleich Thüringen-Sachsen-Anhalt angesprochen und ich will mich outen als ein klassisch Mitteldeutscher. Das ist natürlich eine Frage, von welcher Nummer? Kriegen wir noch hin? Ja, ja. Also, mein Interesse gilt gleichermaßen Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen. Ich bin als Beauftragter für die neuen Länder ganz viel herumgekommen und glaube, da einiges davon zu verstehen. Was viele nicht wissen, wenn man zum Beispiel Leipzig mit Magdeburg oder Halle vergleicht oder Leipzig mit Erfurt, dass es eben unterschiedliche Stadtvoraussetzungen gibt. Und man kann da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern von diesem Startpunkt aus muss man sehen, welche Entwicklung hat sich vollzogen. Und da hat Sachsen-Anhalt im Schatten von Sachsen, die natürlich auch großartig sind in der Performance, und ich war sächsischer Oberbürgermeister und bin da auch nicht ganz ungeübt, die sind ganz hervorragend. Aber Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen haben mittlerweile eine Entwicklung hingelegt, wo sich Sachsen schon ganz schön drehen und strecken muss, um diese Dynamik mitzuhalten. Man darf sich da nicht ausruhen an dieser Stelle. Also machen Sie nichts anderes. Zwei Dinge. Das eine, ich erlebe es gerade aktuell, MIFA ist ja so eine Geschichte, nicht? Bleibt hier. An der Grenze der A38. Genau. MIFA bleibt hier. Okay, völlig richtig. Soll ich hier bleiben? Ich habe mit meinem Kollegen Möhring telefoniert und habe ihm gesagt, lieber Kollege Möhring, ich will das überhaupt nicht aus Sachsen-Anhalt weg, weil es völlig wurscht ist, ob es diesseits oder jenseits der A38 ist, denn die Arbeitskräfte kommen von beiden Seiten. Und wir beide wissen doch, das ist Ihre Frage, die Förderbedingungen sind in Sachsen-Anhalt genauso wie in Thüringen. Mit den Kröten und den Hamster ist das ein bisschen unterschiedlich jenseits und diesseits der A38. Also, egal. Die Förderbedingungen sind die gleichen. Jedes Bundesland muss jetzt sehen, wo es seine Prioritäten setzt. Und ich habe natürlich den kritischen Artikel von Katrin Budda auch gelesen, was die Wirtschaftsförderung anbetrifft. Und spreche jetzt nur für Thüringen, was wir machen müssen. Ganz kleinteilige Wirtschaft. 88% der Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten. 88%. 98% mit weniger als 50 Beschäftigten in Thüringen. Und jetzt sagen Sie denen mal, digitale Revolution findet sich in meinem Titel, digitale Gesellschaft, Industrie 4.0, Innovation, ihr müsst mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Da sagen die, Moment mal, wir sind 7, wir sind 23 Leute, wir können ja nicht 2 Ingenieure abstellen, wie jener Optronik, heute haben wir gerade das neue Gebäude eingeweiht, hilft uns. Und deshalb sind die Themen, die eigentlich bei jedem Bundesland dran sind, für mich auch die entscheidenden. Erster Punkt, Innovation. Wir haben keine Bodenschätze, nur das, was wir zwischen den Ohren haben und was wir mit den Händen machen können, ist unser Bodenschatz. Innovation. Dann kommt es darauf an, Qualifikation, Bildung, Fachkräfte, Nachfolge, Familie und Beruf zusammenfügen. Ein weiteres wichtiges Thema. Wir müssen uns kümmern um Investitionen. Die Unternehmen investieren nicht in neue Maschinen, sondern oder neue Produkte, neue Prozesse. Sie schließen sich nicht die Märkte auf so sehr, sondern sie bleiben eher im Lande und renovieren mal eine Maschine oder eine Werkshalle. Auch hier müssen wir Schub geben, mehr Export nach draußen gehen, nicht bloß innerhalb Europas. Da haben wir nichts vom schwachen Euro. Wir müssen raus. Nur 33% unserer Waren gehen außerhalb Europas in den Export. Und dann haben wir solche Themen wie Energiewende. Stellt euch darauf ein, dass das Strommarktdesign 2.0 total anders sein wird, als was jetzt besteht. Der grüne Strom wird sich so auswirken, dass der Strompreis hochgeht, wenn Dunkelflaute ist.
und runtergeht, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, stellt euch darauf ein, Speichern, Selbsterzeugung, flexible Lasten. Das wird alles spannend. Das sind die Themen, mit denen ich durch Thüringen ziehe. Okay. Und hoffentlich erfolgreich. Genauso erfolgreich. Ich muss jetzt ein bisschen anfangen. Kommt doch mal auf den Bilderbuch im Mitteldeutschen zurück. Also, dass mir die Thüringer Minister, das ist wo jetzt, dass mit dem Leipziger Oberbürgermeister, das weiß man ja auch, haben Sie auch schon angesprochen. Dann sagst du, dann haben Sie auch noch mit und mit Wachner in Mitterfeld. Richtig. Ich will das jetzt nicht nach privaten Dingen befragen, keine Angst. Würde ich oder andere sicherlich. Das ist damals eine Idee, aber also Bilderbuch im das viel Leute als bei Lennon. Das ist ein normales Gespräch. Das hat mich auch mal die Frage gestellt. Was ist von einem gemeinsamen Mitteldeutschland? Also zunächst einmal. Also einer Dörfer von Geburt an bin ich Mitteldeutscher, weil in Sachsen-Anhalt gezeugt. Mein Vater hatte einen Job in Stendal. In Gera geboren und in Leipzig aufgewachsen. Von daher trage ich sozusagen die Gene Mitteldeutschlands. Mir. Ich halte die Diskussion um ein vereinigtes Mitteldeutschland für den zweiten Schritt, der lange, lange, lange folgen darf, nachdem wir einen ersten gemacht haben. Der erste Schritt ist, dass wir alles ausloten müssen, was an Verwaltungszusammenarbeit unterhalb einer Vereinigung dieser Länder möglich ist. Ich halte nichts davon. Also ich würde das ausloten, dieses erste. Richtig, und wenn man diesen ersten Schritt nicht beherzt geht, zum Beispiel gibt es Hochschulzusammenarbeiten zwischen Leipzig, Jena, Merseburg, Halle, die hervorragend funktionieren. Ich habe gerade wieder eine Partnerschaft mit Indonesien, dort eine kleine Universität, die in diesem 3-4 Gestirn aus der Taufe gehoben wird, dort miterlebt. Da machen uns zum Beispiel die Hochschulen und Universitäten etwas vor. Die Forschungseinrichtungen arbeiten sehr gut zusammen. Aber es soll und will nicht gelingen, dass man zum Beispiel mal eine solche Personalverwaltung oder eine Oberfinanzdirektion Magdeburg und Leipzig und Erfurt, oder wo die da in Sachsen auch sitzen, Chemnitzlau, so schön. Ja, dass man sowas mal vereinheitlicht und alles nach Thüringen, nein, alles. Nein, wirklich gerecht aufteilt, das kann doch irgendwie benachteiligt. Das muss doch möglich sein. Alle sagen irgendwie, es ist schon vernünftig, das mal ins Auge zu fassen. Auch die Zeit ist jetzt nicht weit, die ist auch nicht in 10 Jahren sein. Und die ist eigentlich nie auch vernünftig. Das passt nicht so richtig zusammen, finde ich. Wenn die Sachsen und die Sachsen-Anhalt wieder nicht mitmachen wollen. Aber immer nach das, weil wie gesagt, ich denke schon, dass die, wenn die Politik das, die Politik ist jetzt natürlich sehr verheimlicher Begriff, Politik macht ja unterschiedliche Interessen, aber wenn sie das dann anfangen würde, denn die Menschen müssen ja das auch mit dir, dann müssen sie erstmal das sozusagen schmackhaft machen. Das ist der entscheidende Moment. Aber ich mache mich da jetzt noch nicht weiter daran fest, Zusammenarbeit, haben Sie was gesagt? Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, weil wie gesagt, die Zeit eilt und vom Tisch lassen möchte ich Sie auf keinen Fall. Ohne das Thema, wir sind ja gerade vor 50 Jahren, sind wir ja ein bisschen losgeworden, Lokführerstreik anzusprechen. Sie haben, wenn ich das richtig gehört habe, es als eine faustdicke Überraschung bezeichnet, dass es kurz vor Pfingsten zu dem Abbruch des Streiks kam und zur Schlichtung. Warum? Ich hatte, jetzt muss ich mal scharf überlegen, Donnerstag vor Pfingsten, in der Nacht wurde das. Am Freitag, genau. Freitag 7.15 Uhr ein Interview mit dem Deutschlandfunk vereinbart. Und da sollte ich berichten über meine Erfahrung aus dem Jahr 2007, 2008, die Vermittlung damals zwischen MEDOT und Shell. Und dann habe ich mich schön vorbereitet. Kathrin kennt das, wie man das macht. Man sitzt am Tisch, hat ein Glas Wasser zu Hause und alle Türen zu, damit der Hund ja nicht bellt. Und dann legt man seine ganzen Unterlagen hin und plötzlich 7 nach 7 kommt plötzlich die Meldung, Weselski und Weber wollen sich zusammensetzen zur Schlichtung. Das war wirklich 7 Minuten vor dem Beginn. Und die Moderatorin rief dann auch ganz aufgeregt: Sie haben sie schon gehört? Ja, ich bin im Bild, ich habe Spiegel Online verfolgt. Ich war deshalb überrascht, weil es ja ein Junktim von Weselski gab. Ich mache keine Schlichtung, wenn die Grundsatzfrage nicht geklärt ist, dass ich über die Lokführer hinaus für andere Beschäftigten
beschäftigten Gruppen verhandeln darf. Wenn das nicht von Weber, von der Deutschen Bahn zugestanden wird, gibt es keine Schlichtung. Und dass in diesen Gesprächen mit dem Quasi-Schlichter dieser Durchbruch gelungen ist, das ist schon ein kleines Wunder. Und deshalb denke ich, dass ausgehend von dieser Einigung in der Nacht von Donnerstag auf den Freitag es möglich sein wird, dass die beiden Schlichter, die jetzt zusammenkommen und letztens ein schlichter Spruch, ein Vorschlag, ein Kompromissvorschlag unterbreiten müssen, dass die dazu in der Lage sein. Ja, das mag ja sein, aber ja, das ist immer noch ein bisschen mit angebracht, weil wenn man also sieht, dass jetzt das Tarifeinheitsgesetz, das wird greifen, dann gibt es diese Regelungen, die Sie jetzt gerade angedeutet haben, oder das wäre es ja nicht so schlicht genug gekommen, dann gibt es sicherlich den einen oder anderen Gang für dieses Gericht und irgendwie kommen wir wahrscheinlich aus dem großen grünen Müll auch nicht raus. Das Tarifeinheitsgesetz hat nicht das Ziel, Streiks zu unterbinden, hat nicht das Ziel, kleine Gewerkschaften kaputt zu machen, hat nicht das Ziel, dass man jemanden die Tarifautonomie, die ein hohes, hohes Gut in Deutschland ist, nehmen möchte, sondern was ist der Hintersinn? Der Sinn ist genau das, was jetzt passiert. Man erwartet, dass quasi in einem Dreiergespräch, wenn es eine kleine Gewerkschaft gibt, eine Verhandlung stattfindet, wo in drei Räumen die jeweiligen Partner sitzen. Die GDL verhandelt für die Lokführer und stimmt sich mit der großen EVG ab, die nicht die Mehrheit der Lokführer hat, umgekehrt. Das ist nicht leichter gesagt als getan, sondern das ist eine zwingende Notwendigkeit. Will man dieses hohe Gut, ein Betrieb, ein Tarifvertrag aufrechterhalten? Und das war auch die Aussage von Weber, vom Personalvorstand der Deutschen Bahn, am Freitagmorgen. Es wird nicht Beschäftigte erster und zweiter Klasse geben. Können Sie sich das vorstellen, dass es Restaurantmitarbeiter oder Rangierlokführer gibt oder einen Zugbegleiter, der in der Gewerkschaft organisiert ist, hat einen anderen Arbeitsplan, einen anderen Lohn, als der, der auch mit im Restaurant steht, aber bei der anderen Gewerkschaft organisiert ist und der hat genau andere Bedingungen. Das kann nicht gehen. Der entscheidende Punkt ist nur, wie diese beiden Gewerkschaften in einem Dialogprozess sich so abstimmen, dass sie gegenseitig ihre Verhandlungsergebnisse anerkennen. Und mehr will die Bundesregierung nicht mit dem Tarifeinheitsgesetz. Ja, dann muss man mal sehen, wie das gelingt. Also meine Erfahrung 2007 ist die, die offensichtlich jetzt auch kurz vor Pfingsten gegriffen hat, nämlich, dass man die beiden Parteien mal zusammensetzt mit einem Dritten. Und ich habe damals den Kollegen Schell und den Kollegen Medom am Tisch gehabt und das waren beide total pflegeleichte, kompromissbereite, warmherzige, handzahme Menschen, die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben, auf der jeweiligen Palme saßen und noch nie ausgerechnet hatten, auf der einen Seite, was kostet es mich, wenn ich den Forderungen von Herrn Schell nachgebe und was kostet es mich, wenn die streiken. Und als ich da, wenn man das mal in anderthalb, zwei Stunden auf dem Zettel aufschreibt, und den gibt es jetzt mittlerweile im Deutschen Museum in Bonn, diesen legendären Zettel, dann stellt man plötzlich fest, oh hoppla, wir liegen bloß 30 Millionen auseinander, wie wäre es, wenn wir uns mal auf in der Mitte einigen werden, das geht überhaupt nicht, Sie greifen die Tarifautonomie ein und die sagen, so, jetzt machen wir bloß ein Gespräch, ich wollte nur sagen, Sie sind 30 Millionen auseinander und jetzt streiken wir hier noch ewig lange und dann verlieren Sie auch das noch, wie wäre es denn, wenn Sie sich einigen würden? Und ich vermute mal, Ähnliches hat sich jetzt vor Pfingsten zugetragen. Es funktioniert immer mal, wenn ein ruhiger, diplomatischer Mensch dazwischen sitzt. So was für mich eine vorsichtige Überraschung war. Als ich Ende vorigen Jahres war, da liegen sie jetzt so ins Kabinett waren. Da haben sie sich wieder erholt. Ja, ja. Das ist auch mal erklärt. Was hat denn der Ablo, was die Merkel nicht hat? Die Merkel hat mich nicht gefragt. Ja, das ist ja, und auch der Ramelow nicht. Der Ramelow hat auf Vorschläge der SPD gewartet. Am Donnerstagabend, am 3. Dezember. Aus drei Gründen bin ich nach Thüringen gegangen. Natürlich gebeten von den Spitzen der Thüringer SPD. Erstens, ich möchte dieses wunderbare Land, meine Geburtsstadt Gera und das Land nach vorne bringen. Hervorragend aufgestellt, aber da ist immer wieder viel zu tun. Das Zweite, die SPD hat eine ganz herbe Niederlage erlitten. Im September 2014 12,5% abgestürzt, unter das Niveau, was man sich, weit unter das Niveau, was man sich vorgestellt hat. Und die SPD und ihre Mitglieder
ist nicht so besonders gut aufgestellt momentan. Das wirkt alles nach, Sie können das sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wie demotiviert man ist und wenn plötzlich die Blütenträume nicht reifen, dann möchte ich gerne mithelfen mit meiner Erfahrung. Und das Dritte, das wird Sie am meisten überraschen, oder das ist vielleicht der Punkt, der zu Ihrer Meinung geführt hat. Ich möchte mit meiner Vita, meinem Erfahrungshintergrund in der DDR und meinem Erfahrungsgrund gegen Vergessen für Demokratie, diesem Verein, möchte ich die Präambel umsetzen, die im Koalitionsvertrag steht. Dort nämlich heißt es, die schonungslose Aufklärung der Alltagsdiktatur, die DDR ist ein Unrechtsstaat und vieles andere mehr ergießt sich über zwei, drei Seiten im Koalitionsvertrag. Ohne diese Präambel wäre ich nicht dort. Mit dieser Präambel haben wir einen Prozess in Gang gesetzt, übrigens auch innerhalb der Linken, in der Fraktion, aber auch in der Partei. Ein Prozess, der mir sehr wichtig erscheint, nämlich, dass wir uns darüber verständigen, was war die DDR, was ist da schiefgelaufen. Ich habe mit Ministerpräsident Ramelow, mit Hoff viel schon darüber diskutiert, mit Babette Winter, die für die SPD verantwortlich ist, für diese Frage. Wir dürfen nicht stehen bleiben bei 45. Wir müssen zurückgehen, vielleicht sogar zur Weimarer Republik. Sie wissen, im Jahre 2019 feiern wir 100 Jahre Weimarer Republik. Wie war das damals mit den Kommunisten? Wie standen die zur Demokratie? Wie ist der Krieg entstanden? Gerade auch in der Entzweiung der Linken. Das muss alles aufgearbeitet werden. Oder ein sehr provokanter Satz, den viele nicht gerne hören. Wer den Menschen das Paradies auf Erden verspricht, sorgt vielleicht dafür, dass die Hölle entsteht. Also wer eschatologisch, also heilsversprechend, über das Paradies auf Erden spricht, kann in der Diktatur enden. Das heißt, wir sind auch bei ganz, ganz prinzipiellen Fragen, die zu bedenken sind. Das frage ich Sie noch mal ein bisschen, das ist denen immer ein bisschen plötzlich, aber egal. Aber Investoren, sind ja Wirtschaftsinvestoren, nicht das richtig. Das stimmt, soweit. Investoren können sich fragen, wie war die DDR, aber sie können sich da also nicht an. Die waren erstmal, also Bernhard Vogel hat sich ja dazu breit öffentlich ausgelassen. Wir hatten auch, gebe ich zu, einen sehr kleinen, heftigen Konflikt dazu. Er hat ja verlautbart vor der endgültigen Beschlussfassung über diese Koalition, es wird die Staatswirtschaft eingeführt und Investoren, die sich in der Mitte Deutschlands ansiedeln wollen, werden nicht nach Thüringen gehen, sondern nach Sachsen. In Klammern, Sachsen ist nicht die Mitte Deutschlands. Aber ja. Wir hatten einen Disput darüber, dass ich gesagt habe, lieber verehrter Bernhard Vogel, wie können Sie so etwas behaupten? Angesichts eines Ministerpräsidenten, der so ist, wie er ist, und angesichts eines designierten Wirtschaftsministers. Ja, das wird so sein. Die Befürchtungen waren groß und ich will das gar nicht wegdiskutieren, dass das Fragezeichen im Raum stand, was wird diese Koalition machen? Aber wir haben keine Staatswirtschaft eingeführt. Wir haben extrem gute Beziehungen zum Mittelstand. Ich bin von Herrn Bauhaus, dem IHK-Präsidenten Erfurts, über den Klee gelobt worden, was für gute Beziehungen jetzt bestünden und wie wunderbar sich diese Regierung interessiere für die Belange des Mittelstandes. Also hier bricht nichts zusammen oder hier fällt nicht der Himmel runter. Das Gleiche gilt auch für die Wissenschaftspolitik. Wir gehen sehr pragmatisch vor, allerdings natürlich auch mit bestimmten Richtungssetzungen. Es gibt das Bildungsfreistellungsgesetz, es gibt eine ganz klare Haltung zur Flüchtlingspolitik, zur Frage Abgrenzung nach rechts, öffentliches Auftreten in dieser Richtung. Es gibt klare Botschaften, was die Lehrer und die Bildung anbetrifft, da wollen wir umsteuern. Okay, das kann man im Koalitionsvertrag lesen. Aber Thüringen geht nicht unter, das Abendland ist nicht verloren, wenn Rot-Rot-Grün kommt. Frau Kuhle, Sie schon zu einem Erfahrungssinn mal einladen? Nein, das ist eine erfahrene, sympathische, liebenswerte Frau, die weiß, wovon wir da sprechen und steht gerne zur Verfügung, wenn Sie meinen Rat, in welchen Dingen auch noch brauchen. Okay, zum Abschluss nochmal so ein bisschen was Persönliches, auch natürlich aus der. Dann frage ich Sie also, auch, was der politische also, Herr Kerstin, Oberbürgermeister von Leipzig, Bundesverkehrsminister, Wirtschaftsminister in Thüringen. Was hat Ihnen denn am meisten Spaß gemacht? In jeder
weil das jetzt kommt, der, jetzt kommt der Politiker, der wieder sagt, sowohl als auch und alles und dies und jenes. Das absolute Highlight war sicherlich 89, der Herbst 89. Da ist ja meine politische Sozialisation in anderer Art. Ich war vorher in der Ökumenischen Versammlung Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, in die, die ja dann in Demokratie jetzt gemündet ist. Und es ist mit nichts zu toppen. Diese Erfahrung, dass du mit Kerzen und Gebeten ein Regime wegfegen kannst, mithelfen kannst, wegzufegen, das Ehren erscheint. Das ist eine ganz unglaubliche Erfahrung. Das hat Spaß gemacht, das war Erfüllung. Da hat der Kongress getanzt sozusagen, die Verhältnisse waren im Schweben und wir konnten endlich Verantwortung übernehmen. Und dann eben im Laufe der ersten 15 Jahre diese wunderbare Stadt Leipzig zum Beispiel aufbauen. Eine zweite wichtige Erfahrung ist Olympia, die Olympia-Bewerbung. Es mangelt in Deutschland, und das ist so schwer zu finden, an mittelfristigen Visionen. Das heißt, an realisierbaren Visionen. Wir sind ein Land, das gerne verwaltet oder verwaltet wird. Jeder zieht sich so ein bisschen zurück auf seinen Horizont, der ist im Punkt und auf dem steht er. Und Hauptsache, mir geht es so ringsherum gut und die Verhältnisse so ordnen sich. Dem einen geht es etwas schlechter, dem einen etwas besser. Was fehlt, ist so etwas, was Begeisterung auslöst. Und das habe ich erlebt mit der Bewerbung um die Olympischen Spiele 2012. Und ich könnte jetzt Bände erzählen, warum wir gescheitert sind, aber Sie können sich nicht vorstellen, was in einer Stadt plötzlich für Kräfte frei werden, was für Projekte entstehen, von denen Sie nie geahnt hätten, dass sowas gibt, wenn Sie eine solche Idee entfachen. Und Deutschland braucht solche Ideen. Zum Beispiel, dass wir uns kümmern um einen Staat in Afrika und sagen, das ist unser Aufbau Südchen. Nicht im Sinne Kolonialisierung oder wir kommen da reingeritten, sondern wie wäre das, wenn wir, ähnlich wie West-Ost, dass wir sagen, das wollen wir mit unseren Kräften mit aufbauen helfen, unseren Horizont. Und dann natürlich Erfahrung in Berlin. Europa, Ratspräsidentschaft. Ich habe wunderbare Gespräche mit Herrn Meder, ich glaube, berichtete schon. War auch ein Highlight. Und jetzt Bundestagsabgeordneter und dann Thüringen. Es ist wunderbar, wenn man im Leben die Chance bekommt, immer wieder neue Felder zu betreten, neue Menschen kennenzulernen. Was mir jetzt in Thüringen ganz besonders zugutekommt, würde fast sagen, zum ersten Mal so ganz richtig, ist, dass ich Erfahrungen auf all diesen Ebenen mitbringe und auf Menschen treffe, die bereit sind, auch diese Erfahrungen anzunehmen. Und deshalb habe ich es keine Sekunde bereut, in Leipzig Oberbürgermeister geworden zu sein, Minister, Bundestagsabgeordneter und jetzt in diesem wunderbaren Land Thüringen. Ja, ich glaube, das merken die noch an, dass sie gerne in der Politik tätig sind, obwohl das natürlich in Thüringen selbst ist. Ich weiß nicht, ob es ein wohlmeinender Mensch gewesen ist, hat man über sie gesagt, sie glauben an die Kraft der besten Argumente, das funktioniert auch nicht immer so. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, ich kann Ihnen nur wünschen und die Daumen drücken, dass die besten Argumente immer gewinnen mögen. Unsere halbe Stunde ist rum. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt noch ein paar Impulse bekommen haben, ob das eine oder andere weiter zu diskutieren. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Da möchte ich Sie noch bitten, sich an dieser Tage zu bewegen als Zweiter, das ist jetzt außerhalb des Protokolls, die halbe von der ersten Veranstaltung statt. Das ist ähnlich, muss ja nicht immer Macht hoch sein. Ne? Sehr ausführliche Gespräch über Ihre interessante Vita, über das, was wir heute erfahren konnten. Ich hoffe, es gab für Sie
Impulse, um heute Abend noch ins Gespräch zu kommen, um zu netzwerken, den Sinn des Abends. Mein Name ist Christina Rette, ich leite die Öffentlichkeitsarbeit des ADAC Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Eine ganz kleine Erinnerung für Sie, Herr Tiefensee, damit Sie auch wissen, dass Sie beim ADAC waren heute Abend. Das ist ein Hanomag, also sozusagen mit richtig, genau. Und ich hoffe, Sie kommen wieder gut zu Ihren Terminen, die Sie schon warten wahrscheinlich. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und die tollen Fragen. Und